Aber ihr hört schon, was das für ein Lied sein soll. Ich muss mich jetzt nur konzentrieren und ruhig sein. Boah, das war schwer. Warum machen die das? Boah! Ich hab völlig die Orientierung verloren. Ja, ich musste kurz rumkreischen. Die Schwäche der Götter, ein PlayStation 3 Pad. Wie es aussieht, bin ich durstig. Ohoho. Moment. War doch noch nicht fertig, aber hab gerade getrunken. Kann ich irgendwie nicht erledigen. Da sieht man schon. Ah, komm mal, ich brauch. Sehr schön, mach die Frau hier fertig. Weil wir können die nicht anders vernichten, wir müssen sie versteinern. Noch mehr? Ich wusste es. Da kommt noch eine. Komm schon, ich brauche noch so eine Medusa. Dankeschön. Ach. Die sollen mal abwarten, bis ich in der Lage bin, die Schilder da zu zerstören. Dann gibt's richtig Ärger. Jetzt bloß nicht noch ein. Boah, die Grafik sieht heftig aus. Das ist gar nicht mehr zu vergleichen mit der PlayStation 2. Ach, wir waren ja hier unten. Gut, die Dinge habe ich euch schon alle gezeigt, also. Die Truhe nehme ich mit. Die nehme ich gerne mit. Schneller, Gold, schneller, schneller, schneller. Na, dann drehen wir das Teil ein bisschen. In welche Richtung? Boah, ey, du tust das hier richtig schwer. Ist das Ding hängen geblieben? Ah. Was? Ich zieh das hier wieder runter.
Was? Ein, zwei mit einem Schuss erledigt? Hab mich gewundert, wieso die ersten beiden nicht getroffen haben. Ich hab hier gesehen, dass da ein bisschen gefehlt hat. Ah, unsere Freunde hier, komm mal her. Ah, es hat uns das Ding nicht erwischt. Wie das jetzt geil ist, dass man hier rausholen kann. Was? Ich bin so ein kleiner Fisch, komm her. Angel ich dich mal raus. Ich sehe nichts, die Wand mehr. Da, der andere kommt. Raus hier. Ziemlich effektiv. Komm hier raus, so auf dich zu verstecken. Sehr schön. Endlich nimmt das im dritten Teil eine Möglichkeit gegeben haben, die da rauszufischen. Weil die waren wirklich eine Qual in den ersten beiden Teilen. Ah, dieser Feenstaub. Wieder Gorgonauge? Ich dachte, ich krieg mal jetzt so ein Minotaurenhorn. Aber wir sind schon gute 2 Stunden drin. Ah, ich glaube, ich nehme noch ein bisschen auf. Oh ne. Grüne und blaue Truhe. Und dann noch so ein Feld da draußen. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Ein Bosskampf. Bravo! Bravo! Our hero has arrived. Hera? Applause for another bastard child. Just in time for the final act. Hera. You look terrible, dear. Still wanting to kill my husband, I suppose? You know I seek revenge on Zeus. Can't say that I blame you. Since you killed my son Ares, fear of you consumes him. His fears will not matter. I'll bring to that. Hera, I seek the child, Pandora. Pandora? That wretched little thing my son Hephaestus created? Well, we can't have you do that, my dear. Destroy him. Na, ich habe, glaube ich, vorhin aus Versehen erwähnt, dass Hera die Mutter von Zeus ist. Das ist falsch. Und Fan Hades, nehme ich zurück, falls ich das gesagt habe, ich glaube es. Ach du Scheiße. Oh Mann. Hello, brother. This is not between us, Hercules. Isn't it? You were always Zeus's favorite. The air on Olympus affects your thinking, brother. Zeus has no favorites. Das ist richtig lustig aus großen und großer Typ. Think about it, brother. While I was stuck cleaning the Augean stables, he chose you to destroy Ares. Not convinced. How about this? While you were being crowned the god of war, I was sent to find an apple. They called them labors. Ha! Perhaps he did allow me to kill the Nemean lion. But he made your name known amongst the people. A fierce warrior, a killer made a hero, a man made a god. But this time, brother, this time I will destroy you. Call it my 13th and final labor. Soon I will become the god of war and claim the throne for myself. You aspire to be an Olympian, yet their reign is in you. We'll see about that.
Ja, ich meine, das sieht lustig aus, dass Hercules so ein Riese ist und neben Kratos so ein Zwerg. Aber damit will ich nicht Kratos fertig machen. Ah, die sind alle noch leicht. Schleicht ein. Kümmert euch erstmal um die. Tötet erstmal ein paar hier. Eventuell kommt. Na, was heißt hier eventuell? Gleich kommt die Ratte Herkules. Mein Bildschirm schon ist wieder angegangen. Bam! Wie in Resident Evil 2. Bam, die Köpfe zertreten. So, jetzt wird's interessant. Es gibt zwei Wege, ihn zu vernichten. Der erste Weg, ihn einfach anzugreifen. Der zweite Weg, packt euch einen Typ. Ey. Packt euch einen Typ. Nein, nicht das. Ich hab gesagt, packt euch einen Typen und lauft auf ihn los. Um so Schaden anzurichten. Also das ist der leichte Weg. Ich glaube, es kommen unendlich Typen. Jo! Oh, er wird sogar ab. Seit wann das? Ihr seht, ihr erleidet keinen Schaden, aber er. Ja, aber das wird ja langweilig, wir vernichten ihn so. Der wird ja richtig aggressiv. So, jetzt können wir ihn ein bisschen herum bewegen, aber zielt auf die Stacheln. Ja. Die Schulterstützen. Wow, haben wir ihn schon mal genommen. Gucken, was als nächstes ist. Ja, ich mache das jetzt nur, weil meiner Meinung nach sind hier zu viele von denen. Ich weiß, es unendlich viele auftauchen, aber ein paar weniger wären schön. Oh, ich habe nicht gesehen, dass er noch einen vierten Schlag gemacht hat oder noch einen. Ihr nervigen Mark. Das werden wir sehen. Hier frisst sie von deinem Onkel die Krallen. Was? Er haut sogar seinen eigenen Lakaien. Weg mit dir! So, jetzt rastet er wieder aus und er kommt auf euch. Egal, lasst das euch. Ihr könnt ihn jetzt wieder im Weichen mit euch rumschleppen. Nehmt diesmal, nehmen wir mal diese Wand hier. Bam! Genau in die Fresse. Genau noch. Ach, jetzt ist der Helm dran gewesen. Wow. Ach, jetzt ist ein 1 gegen 1 Kampf. Ja, man sieht. Pfeile haben keine Wirkung. Aber. Wir benutzen das Schwert! Oh! Der ist ja genauso stark. Komm her! Kratos eiert ja richtig rum.